WDR 2 Wilfried Schmickler Heute ist Montag, es ist wieder einmal alle höchste Zeit für die Montagsfrage und die lautet, wie heißt das Lieblingslied von Jan Ulrich? Jan Ulrich, Sie erinnern sich, das ist dieser radelnde Apothekengehilfe, der eigentlich als der erfolgreichste deutsche Drahtesel-Champion aller Zeiten in den Annalen des Radsports geführt würde, wenn, ja wenn da nicht diese dumme Sache mit der Fremdbluttransfusion und den Wachstumshormonen gewesen wäre. Was der Jan allerdings immer wieder bestritten hat. So hat er noch im Juli 2008 den Satz von sich gegeben, ich habe mir nie Medizin... Vollgestopft einen unfairen Vorteil gegenüber anderen verschafft. Gott ist mein Zeuge. Tja, und dieser Gott hat ihn wohl endgültig verlassen, beziehungsweise ist auch nach mehrmaligen Beschwören nicht bereit, in den Zeugenstand zu treten, weshalb der Jan Ulrich sich jetzt in den Fokus gestellt und eine Beichte abgelegt hat. Ja, er sei vor und während der Tour 97 zwischendurch mal hin und wieder nach Spanien gefahren, um die bei professionellen Pedaltramplern beliebte Fuentes Behandlung in Anspruch zu nehmen. Aber, und jetzt kommt's, von Betrug könne in diesem Zusammenhang nicht die, die Rede sein. Denn, Zitat, Betrug Fängt für mich da an, wo ich mir einen Vorteil verschaffe. Dem war nicht so. Ich wollte für Chancengleichheit sorgen. Na, das nenne ich mal eine ausgefuchste Logik. Wenn alle betrügen, betrügt keiner. Ganz im Gegenteil, wenn 200 schwarze Schafe bis unter den Helmdeckel vollgepumpt mit leistungsfördernden Substanzen den Alpaufstieg hochhecheln und das einzige weiße Schaf macht schon auf halbem Wege schlapp, dann wäre dieses Schaf nun wirklich das Dumme, wenn es nicht auch den ein oder anderen Griff in die medizinische Leistungswundertüte tun würde. Denn damit wäre für Chancengleichheit gesorgt und es gäbe auch keinen Grund, sich groß darüber aufzuregen. Was alle tun, tut im Endeffekt keiner. Mein Sohn, gehe hin in Frieden deine Sünden sind dir vergeben Epo te absolvo. Jetzt sagen allerdings viele halt, so geht das nicht. Wenn der Ulrich nicht endlich ein umfassendes Geständnis ablegt und all die Ärzte und Berater nennt, die ihm bei seinen Betrügereien geholfen haben, dann gibt es auch keine Vergebung. Ja, aber was soll der arme Ulle denn machen? Soll er etwa den ganzen verkommenen Saustall auffliegen lassen? Schließlich hat er seinerzeit bei den Vertragsverhandlungen mit seinen Sponsoren diverse Geheimhaltungsklauseln unterschrieben. Und da kann er jetzt nicht einfach die Wahrheit über die Rolle dieser Sponsoren im Dopingsumpf sagen. Da geht es um viel, um sehr viel Geld. Und deshalb hört der Jan Ulrich nicht auf all die Kritiker, sondern er hört lieber Musik. Und zwar sein Lieblingslied von Xavier Naidu, Titel Schau nicht mehr zurück. Das tue ich auch nicht, sondern auch ich schaue nach vorn. Und da sehe ich meinen Kollegen Nils Heinrich, der in den nächsten zwei Monaten hier an meiner Stelle in die satirischen Pedalen treten wird. Und zwar völlig ungedobt.